Weltmeister. In der Handball-Bundesliga, da gibt es einen Verein, der kämpft auch gegen den Abstieg. Und das ist die HSG Düsseldorf, die heute gegen Lübbecke gespielt hat. Und Lübbecke hat ja in dieser Saison schon richtig für Furore gesorgt. Und zwar im Pokal, im Final Four in Hamburg. Im Halbfinale standen sie kurz vor der Sensation. Fast hätten sie einen Sieg geschafft gegen die Übermannschaft, den HSV Hamburg. Am Ende verloren sie, wurden aber immerhin noch Dritter gegen Gummersbach. In der Liga läuft es für Lübbecke im Gegensatz zum Pokal ziemlich schlecht. Sie sind im Mittelmaß und das vor allem, weil sie auswärts total schlecht sind. Aus 12 Spielen gab es bisher nur einen einzigen Punkt. Und so witterte heute natürlich Düsseldorf im Heimspiel die große Hoffnung auf einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Johannes Krause. Eine Grund für Düsseldorfer Hoffnung. Der andere heißt Ronny Rogowska und ist der neue Trainer für die noch ausstehenden 8 Spiele. Die HSG Düsseldorf in Gelb. 9 Minuten sind gespielt. Im Angriff der Gast aus Ostwestfalen, der viel besser ins Spiel kam. Im Nachwurf Toria Olafsson, das 2:5 durch den Isländer, der seit 5 Jahren in Ostwestfalen seine Asche verdient. 3 Tore gelangen dem Rechtsaußen in der Anfangsphase. Die Düsseldorfer in Bestbesetzung, aber mit einem merkwürdig gehemmten Auftakt. Hegemann und dann im Nachwurf der Düsseldorfer Isländer Sturla Asgeirsson, verkürzt auf 3:5 nach 12 Minuten. Dennoch Düsseldorf alles andere als glücklich mit dem Start in diese Partie. Lübbecke natürlich mit dem Pokal. Erlebnis im Rücken. Stark, allen voran Michal Jurecki, 25-jähriger polnischer Nationalspieler. Ein gewaltiger Wurf. Hör zu, bleib jetzt ruhig. Er hat genügend Zeit, kein Hektik, kein Stress. Hinten in der Abwehr, ihr müsst das kurz ansprechen. Viel Zeit, das stimmt. Aber die konnte einem auch teilweise lang werden, denn das Spiel in der ersten Hälfte weiterhin niveauarm. Allerdings mehr Lichtblicke bei Lübbecke. Heidemar Felixson, am Tag der Isländer sozusagen, erfolgreich zum 12:8 Viertore-Führung. Er vertrat den verletzten Alexandros Alvanos sehr gut. Und die Düsseldorfer, nach wie vor kamen sie nicht so richtig in Schwung. Hegemann lässt sich da festmachen, die letzten Sekunden vor der Pause. Freiwurf und der muss direkt ausgeführt werden. Und diesmal klappt's, Hegemann. Das ist schwer, ein direkt verwandelter Freiwurf. Und das tut ihm sicherlich gut nach einer insgesamt schwachen ersten Hälfte. Und das lässt natürlich auch die Düsseldorf-Fans weiter hoffen. Und zwar zu Recht. Denn dieses Tor vor der Pause ließ Hege gewissermaßen zum Mann der zweiten Halbzeit werden. Tolles Tor in der 39. Minute zum 15:16. Düsseldorf ist wieder dran. Der Pass von Riba. Klasse Tor. Und Patrick Liljesrand, der Trainer von TuS N Lübbecke, merkte, dass das Spiel sich zu drehen begann. Düsseldorf selbstbewusst, 1500 Zuschauer, eine gute Unterstützung. Und wer anders als Michael Hegemann mit dem Ausgleich, 20:20 nach 53 Minuten, super. Unglaublich, wie der sich in der zweiten Halbzeit gesteigert hat. Das Spiel also in der Schlussphase, spannend. Und eine Entschädigung für den schwachen Auftakt. Jurecki, wiederum so ein Gewaltwurf. 4 Tore gelang ihm heute. Jurecki, einer von 3 Polen im Team von Lübbecke. 20:21, die Torfolge schneller. Düsseldorf, rechts außen Frank Berblinger. 58. Minute, Ausgleich 21:21. Spannender geht's wirklich nicht. Lübbecke. Offene Deckung bei Düsseldorf. Und dann ist es Heidemar Felixson mit dem 22:21. 5 Tore gelangen ihm heute neben seinem Landsmann Olafsson, der 6-mal erfolgreich war, der Beste in seinem Team. Die 2 Minuten, die es dazu noch gab, waren wohl etwas übertrieben. Aber Düsseldorf ließ sich nicht entmutigen. Zusätzlicher Feldspieler und wiederum Michael Hegemann. 22:22, 8 Sekunden vor dem Ende. 6 Tore für ihn heute, bester Werfer. Und die letzten Sekunden. Nochmal die offensive Deckung. Freiwurf für Lübbecke. Der wird schnell ausgeführt.
Und den bekommt Maximilian Weiß voll an den Kopf. Deshalb wird er wiederholt. Und so endet dieses Spiel auch mit einem direkten Freiwurf. Genau wie vor der Pause. Jurecki und noch einmal Weiß, der sich dazwischen wirft. Es bleibt beim 22:22, einem gerechten Unentschieden, das im Wesentlichen der Leistungssteigerung von Michael Hegemann in der zweiten Hälfte zu verdanken ist. Ich denke gerade, was man im Moment sieht von dem Selbstbewusstsein, war es wichtig, dass wir heute wenigstens einen Punkt geholt haben. Weil wir haben halt immer heute in entscheidenden Situationen eigentlich immer daneben gegriffen und haben dann Gott sei Dank zum Ende hin noch einen Punkt geholt. Und der hilft uns natürlich in den nächsten Spielen schon weiter. Lübeck gewinnt also den zweiten Auswärtspunkt der Saison. Düsseldorf erkämpft sich den anderen. Wie viel der wert ist, müssen die verbleibenden 7 Spieltage zeigen.